Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games. Hier sind wir mit einem weiteren Let's Play This War of Mine. Wie versprochen, die nächste Nacht ist angebrochen. Und wir haben natürlich immer noch das bombardierte Haus hier, was wirklich immer noch ganz voll mit Materialien ist. Man gerade 28% sind geplündert. Ja, und wir schicken wie jede Nacht momentan erstmal Puffle dahin, um das zu... Tja. So, dann haben wir Anton zu Hause, der ist hungrig und leicht verletzt. Und wir haben Slatter, sie ist hungrig, krank, aber auf dem Weg der Besserung und zufrieden. Also wird auch sie Wache stehen. Und Anton wird die Nacht im Bett verbringen. So, und Dietrich und eine Schaufel sollte ich nicht brauchen, sodass ich also wenigstens alle 12 Slots mitnehmen kann. Und dann schauen wir mal, dass wir das Haus jetzt mal langsam leer bekommen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ich einfach nicht weiß, wie schnell es wirklich... Winter kommt und so weiter und so fort. Das sind also alles Sachen. Da lasse ich mich genauso aufs Neue ein wie ihr. Und kann einfach nur hoffen, dass das hier alles gut geht. Ich nehme jetzt einfach alles mit, was da ist, was nicht nied- und nagelfest ist. Und vor allem hier die Medizin. Na gut, das ist sehr wertvoll. Und unten im Schrank war ja, glaube ich, auch noch was Wertvolles. Dass wir erstmal die wertvollsten Sachen mitnehmen. Oh ja, hier kommt schon gar nicht mehr alles mit. Aber dann lasse ich Holz da. So, und schon voll. Also da müssen wir wirklich also zusehen. Also ich weiß nicht, wie viele Nächte ich noch in diesem Haus verbringen werde. Aber jetzt habe ich natürlich erstmal die guten Sachen mitgenommen. Aber ich brauche ja auch Sachen zum Bauen. Also Material, was ich die ganze Zeit liegen lasse. Tag 5 bricht an. So, nachts ist nichts passiert und Zweta ist zurückgekehrt, nachdem sie einem verwundeten Mann geholfen hatte. Sehr schön, sehr schön. Also das war so... Und zu helfen. So, Stühle brauchen wir. Wir brauchen einen Sessel. Mein Magen knurrt. Er ist hungrig, 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 sehr hungrig. Dann iss erstmal was, Mädchen. Sehr hungrig und sehr müde. Dann geh du erstmal ins Bett. So, sie geht sich auch ausruhen, aber sie hat ja auch die Nacht. Ach, sie. Du kannst auch hier ins Bett gehen. Ist doch kein Problem, Mädchen. Puffle muss eigentlich auch ins Bett. Ja, er meckert auch schon. Und dann muss unser Mathematiker heute den Tag alles erledigen, was zu erledigen ist. Und das wäre erstmal hier die Regenwasseraufbereitung zu Ende bauen. Und dann würde ich gerne Stühle und einen Sessel bauen. Auch gleich mal gucken, ob ich noch was zu essen kochen kann. So, Regenwasser. Genau, richtig. Ich brauche noch einen Filter, um Regenwasser zu bekommen. So, dafür fehlt uns eine Karotte für zwei Essen, leider. Dann werde ich noch nicht kochen und hoffen, eine Karotte vielleicht die Nacht noch zu bekommen. Aber ich denke mal nicht, dass das der Fall sein wird. Obwohl, ich glaube, ich habe da irgendwie so einen Apfel liegen lassen, ne? Ich glaube, da war noch ein Apfel gewesen, den ich habe liegen lassen. So, dann gucken wir mal. Ein Filter für die Wasserfanganlage. Ne, den bauen wir unten in der Werkstatt. Okay. Na, da will hier wieder jemand tauschen. Mal gucken, was er anzubieten hat. Und vor allem, was wir ihm dafür geben können.
Oh, da hat er ja einen Filter, wo ich von euch gerade geredet habe. Und Brennstoff. Auch alles sehr, sehr billig. Gucken wir mal. Ob wir das alles nehmen können. Kaffee kostet auch nichts. Für Medizin natürlich logisch. In Kriegszeiten ist sowas immer teuer. Mal gucken, was er denn dafür nimmt. Ich biete ihm mal Zucker an. Na, Kräuter sollten aber ein bisschen wertvoll sein, ne? Oh, ich habe die Patrone mit reingemacht. Deswegen will er so viel haben. Die Patrone will ich gar nicht haben. So, dann nehmen wir mal wieder hier Zucker raus. Okay, ein Kraut will er noch haben. Handeln. Ich wollte jetzt erstmal. Habe ich jetzt einen Wasserfilter von ihm gerade eingehandelt? Nee, ne? Stelle ich mal zwei Wasserfilter her. Und werde dann, glaube ich, noch zwei Stühle bauen. Wenn ich genug Material habe, natürlich nur. Na, einen kann ich nur bauen, aber. Ne, der kommt in der Küche. Oder? Ne, in der Küche habe ich keinen Platz. Hier zur Werkstatt? Beim Radio. Machen wir beim Radio hin. Und dann gleich mal das Wasser filtern. Und nach dem Wasserfilter werden wir auch noch Radio hören. Mal gucken, ob es da was Neues gibt. Oh, jetzt kann er sich da ein bisschen ausruhen, nachdem er so viel gebaut hat, weil unten ist nämlich unser schneller Läufer wach geworden. Dann kann er hier die Filteranlage befüllen. So, das dauert jetzt eine Weile, bis wir das Wasser rausbekommen. Gucken, ob es was Neues im Radio gibt. Ja, erstmal in die andere Richtung drehen. Ja, das ist noch so, dass das Wetter weiter schön bleibt, auf jeden Fall. Ein bisschen Musik, ist auch nett. Bei der 12 merke ich mir mal, da ist Musik. Ah, was ist hier? Die meisten Tiere sind von den Straßen verschwunden. Denken Sie daran, falls Sie Fleisch von zweifelhaften Händlern kaufen. Ja, dann wird das wohl wahrscheinlich Tierfleisch sein. Dann essen wir Lassie, auch nicht so schön. Na, was war denn hier? Achso, das kennen wir schon, die Nachricht. Na, ich würde sagen, da machen wir mal die klassische Musik an.
So. Oh, da braucht man 30 von diesen Teilen und 15 Holz. Dann könnte man sogar schon upgraden auf eine verbesserte Metallwerkstatt. Das wäre natürlich auch richtig cool, wenn wir halt mal genug Materialien mitnehmen würden. Können wir was kochen? Ach, da fehlt uns ja immer noch das Obst. Stimmt, das hatte ich ja gesagt gehabt. Was braucht diese Werkstatt hier zum Upgraden? Gucken wir mal. Ah ja, also auch noch viele von diesen Federdingern. Für einen Stuhl habe ich auch nicht mehr genug. Oh, auch immer alles dieses Federzeug, was man da braucht. Also diese Kiste mit den Kleinteilen da. Gucken wir mal hier rein, ob hier was Neues steht. Wir haben nur einen Stuhl. Wir haben ein Radio. Starter ist ein Glücksfall. Die Bücher haben wir. Ja, und wir haben noch immer noch Löcher in den Wänden. Ja, da können wir nichts gegen tun. Das ist unser Material, alles was wir haben. Ja, da sage ich, können wir nichts weiter machen, ne? Er ist hungrig, sitzt auf seinem Stuhl, ruht sich aus. Sie ist hungrig, krank, erholt sich, ist zufrieden. Sie ist hungrig und müde. Ja, solange hier keiner sehr hungrig ist, tut mir leid, gibt es kein Essen. Sorry dafür, Leute. Wir können... Ah, nicht aufstehen. Bleib ruhig liegen. Aber ich finde es schön, wie zuversichtlich sie ist. Dann werde ich mal den Tag beenden. Und endlich probiere mal dieses bombardierte Haus leer zu bekommen. Mittlerweile haben wir 63% der Sachen geplündert. Ja, ich hoffe, dass da der Apfel noch war. So, ihn schicken wir mal wieder zum Plündern. Sie kann weiter im Bett schlafen, weil sie ist immer noch krank. Dann steht sie Wache. Und er auch. Ich will sicherheitshalber zwei Wachen haben. Mitnehmen braucht man nichts, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass ich diesen Apfel finde, dass ich da wirklich einen Apfel noch hatte, weil da können wir nämlich uns wieder Nahrung machen. Bin ich sehr gespannt. Ich werde mal oben gucken. Ich werde mal erstmal oben sammeln. Oh, bleib oben. Kein Apfel. Auch ganz viel Material, aber kein Apfel. Ich nehme das erstmal. Wenn ich einen Apfel finde, kann ich das immer noch umtauschen. Ja, seht ihr, genau, da ist Apfel. Da sind noch wertvollere Materialien. Dann schmeißt man das Holz raus. Ach, Düngemittel ist das. Ach, Düngemittel, schade, das wäre ein Apfel. Ja, dann sind wir schon wieder voll, ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich, ob ich das hier richtig mache. Weil, aber was soll ich tun, ne, momentan? Ich habe jetzt extra dieses Federnzeug alles mitgenommen. Gucken wir nochmal, was hier ist. Damit ich eventuell Upgrade machen kann. So, Kaffee. Auch Düngemittel. Das kann ich aber noch mitnehmen. Das kann ich auch noch mitnehmen. Ah, jetzt ist der Stack voll. Der Stack ist auch voll. Aber ein bisschen was haben wir nochmal einstecken können. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, ich habe Angst, dass der Winter dicht gemacht. Gar nichts. Also... Schau mal, lass uns überraschen. Gucken jetzt in der Nacht, was passiert. Kam Plünderer.
Ja, wir wurden ausgeplündert. Mal gucken, komm. Und? Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie schienen nicht sehr entschlossen zu sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Sehr schön, sehr schön. Ein Glück habe ich zwei Leute gehabt, die Wache gestanden haben. So, Pavle ist sehr hungrig. Dann kriegst du jetzt eine Konservendose. Und gehst schlafen. So, ist auch sehr hungrig. Kochen kann ich ja immer noch. Ja, nur ein normales Mahl. 12 Wasser, genug Feuer, aber nur ein Fleisch. Guck mal, sehr hungrig und müde. Sehr hungrig und krank. Hungrig und müde. Oh. Ja gut, dann koche ich hier was. Na. Dann iss ruhig, mein Junge. Ja, ich würde dich ja auch gerne satt machen. So, kommen wir zu ihr, mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Wasser da rausholen musste. Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich jetzt automatisch aus diesem Regenwasserbehälter. Ah, kann ich nochmal herstellen, okay. Nee, dafür fehlt mir Holz. Ich hätte genug andere Teile, aber Holz fehlt mir. Aber hier unten die Werkstatt kann ich bestimmt upgraden. Ja, aber so man gerade eben. Bin ich ja mal gespannt, was das bringt. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das ist also für mich auch absolutes Neuland hier. Bin ich sehr, sehr gespannt. So. Ach, das kann man nochmal upgraden. Das ist dann eine... Ach, und jetzt kann ich auch einen Sessel herstellen. Also jetzt habe ich auch das Material. Ah, Sessel können wir jetzt bauen zusätzlich. Ach, und jetzt können wir auch, wenn wir genug Bretter hätten, unsere Bude ein bisschen dicht machen. Das ist ja sehr schön. Dann werde ich das nächste Mal das ganze Holz mitnehmen. Eine Gitarre ist auch sehr schön, um die Stimmung zu heben. Das ist alles nicht neu. Das hier ist neu. Eine Falle für Kleintiere. Ah ja, okay. Da müssen wir so einen Köder einsetzen. Da hat man was für. Und das hier ist auch neu. Kräuterwerkstatt. Ah, das können wir auch alles noch aufwerten. Und hier haben wir die Verbrauchsgüter, die Wasserfilter. Sehr schön. Ja, er ist ausgeschlafen, dann leg du dich hin, Mausi. Tja, gegen deinen Hunger kann ich momentan nichts tun. Das tut mir leid, Pavle. Da müssen wir gucken. Nee, ich muss das Holz mitnehmen. Ich muss diese Nacht erstmal das Holz mitnehmen und dann die Nacht darauf woanders hin, dass ich hoffentlich ein bisschen Nahrung finde.
Gucken wir mal, ob es was Neues im Radio gibt. Es bleibt weiterhin warm. Erstmal, das ist gut. Auch nichts Neues. Und dann gehen wir wieder zurück auf die klassische Musik. Übrigens, man muss immer so rechts und links wechseln beim Drehen. Deswegen drehe ich manchmal halt zurück statt vor. Ah, so, da haben wir den Sender richtig eingestellt. Ah, er hat ausgeschlafen. Dann würde ich vorschlagen, dass Pavel sich nochmal hinlegt, weil... Ach, genau, das war es ja gewesen. Mit Controller leer, aber das macht gar nichts. Das ist zwar ein sehr interessantes Bild jetzt zum Abschluss des Let's Plays, aber wir haben auch die Zeit voll, sehe ich zum Glück gerade. Und deswegen, ja, wird es einfach wahrscheinlich wieder mit einem Plünderzug in dem Haus nochmal, wo wir uns das ganze Haus holen, dann in der nächsten Folge weitergehen. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir auch wieder an Lebensmittel ganz, ganz dringend kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.